Es befindet sich Position des Titanions beispielhaft. Also könnte genauso gut auch hier drin sitzen. Und das heißt, wenn man sich jetzt einen Bariumtitanat-Kristall anschaut, in dem ja dann 10 hoch 23, 24 oder wie viel von solchen Zellen vorhanden sind, dann ist ein Sechstel oberhalb, ein Sechstel ist unterhalb, ein Sechstel ist rechts von der Mitte, ein Sechstel ist links von der Mitte, ein Sechstel ist vor der Mitte und ein Sechstel ist hinter der Mitte. Also ganz, ganz, ganz zufällig verteilt. So. Wenn das ist das Titanion an dieser Stelle, liegt auch der positive Ladungsschwerpunkt bei positivem X, der negative entsprechend bei negativem X. Und das heißt, es liegt ein elektrisches Dipolmoment vor, so, im Kristall sind aber diese Dipole in alle sechs Richtungen, also die Dipole der einzelnen Zellen, muss man genau sagen, sind also diese Dipole der einzelnen Zellen in alle sechs Richtungen zufällig ausgerichtet. Kein, und damit haben wir kein globales Dipolmoment. So, jetzt gehen wir nochmal auf dieses Bild zurück und ich mal das Titanion mit seiner Energie mal hier ein. So, was passiert, wenn die ganze Anordnung erwärmt wird? Wärmezufuhr heißt ja letzten Endes Zufuhr auch von Bewegungsenergie. Das heißt, das Titanion bekommt mehr Energie mit und steigt sozusagen in diesen Potentialtopf höher. Kann sich dann in dem Potentialtopf, wenn es höhere Energie mitbekommen hat, auch sozusagen hier bewegen. Das heißt, wenn die Energie, wenn die Temperatur ein bisschen ansteigt, ist das hier hingegangen und kann sich jetzt sozusagen in dem ganzen Bereich aufhalten. Sie sehen, dass die mittlere Position immer noch hier irgendwo in dem Bereich hier liegt. Wenn wir jetzt die Temperatur weiter erhöhen, dann sehen Sie, kommen wir irgendwann mal in den Bereich, dass das Titanion eine Energie hat, die größer ist als hier dieser Buckel. Wenn jetzt die Temperatur so groß ist, dass das Titanion sich sozusagen hier aufhält, also so viel Energie hat, dann kann es sich in dem ganzen Bereich aufhalten. Oder also sozusagen durch die ganze Elementarzelle hin und her schwirren. So, was passiert, wenn wir jetzt Spannung anlegen?
Was hatten wir gesagt? Das Titanion ist positiv. Jetzt nehme ich mal an, also das Titanion war ja positiv geladen. Und jetzt nehme ich mal an, ich lege jetzt eine elektrische Spannung an. Und zwar hier minus. Und da legen wir plus an. Ja, was jetzt passieren wird, ist, das Titanion, was sich ohne die Spannung, die wir von außen anlegen, irgendwo hier in diesem ganzen Bereich aufhalten kann, wird jetzt im Wesentlichen hier hingezogen. Das heißt, die negative Polarität hier zieht das Titanion an. Und das passiert jetzt natürlich in jeder einzelnen Elementarzelle, wenn ich den Block aus Bariumtitanat an der einen Seite mit Minus und an der anderen Seite mit Pluspotential belege. Dann wird also in allen Zellen, die alle ganz warm sind, in denen sich alle Titanionen irgendwo hier bewegen, in allen Zellen werden die Titanionen in die Richtung gezogen und halten sich vorzugsweise nur noch hier auf. Bei Temperatur, bei einer hohen Temperatur. Das heißt, das hier haben wir bei einer Temperatur T0. Da haben wir die Temperatur T1 größer T0 und hier haben wir eine Temperatur T2, die ist größer als T1. So, das heißt, wir legen jetzt eine hohe Spannung an. Die Titanionen werden alle in die Richtung auf minus x gezogen und dann schalten wir die Temperatur ab. Dann kühlt das Ganze ab und den Titanionen bleibt nichts anderes übrig, als hier reinzufallen. Dann sind in sämtlichen Elementarzellen die Titanionen alle an der Stelle. Und damit haben wir in der Elementarzelle ein Dipolmoment mit positiver Ladung bei minus x, negative Ladung bei plus x. Und das heißt, insgesamt hat der Kristall dann sozusagen auf der Fläche, die hier bei minus x liegt, eine positive Spannung und dahin oder eine positive Oberflächenladung und auf der anderen Seite eine negative Oberflächenladung. So. Nun wird der Kristall polarisiert. Das heißt, er wird erwärmt sodass die Temperatur, also die thermische Energie der Titanionen so groß wird, dass sie den Energiepeak bei x gleich 0 überwinden. Sie können sich also im ganzen Innenraum der Zelle bewegen. Das wäre also die Situation T2 hier in dem Bild. So, dann wird Spannung angelegt.
Also es wird eine hohe Spannung an den Kristall angelegt. Und zwar in dem Bild, was hatte ich da gesagt? Negative Spannung minus bei minus x plus bei plus x. Der Effekt ist, alle Titanionen bewegen sich nach minus x. Jetzt kühler ab. Alle Titanionen fallen in den Potentialtopf. Bei minus x. Jetzt kann die Spannung abgeschaltet werden. Alle Zellen haben ein Dipolmoment in gleicher Richtung. Der Kristall zeigt insgesamt ein Dipolmoment. Er ist polarisiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel mechanischen Druck ausübt, wird das Dipolmoment geändert. Dann ändern sich also die Dipolmomente. Und an der Stelle muss ich jetzt eine Warnung ausstoßen. So geht es nur im Ultrahoch. Vakuum. Wenn man das Ganze in der Realität, also in der industriellen Realität, nicht im Ultrahochvakuum durchführt, sondern bei normalem Luftdruck, dann passiert Folgendes. In der Luft, das ist ja bekannt, gibt es alle möglichen elektrisch geladenen Teilchen, Ionen, die herumfliegen, positiv geladene, negativ geladene Ionen. Und in dem Augenblick, wo jetzt der Kristall vollständig polarisiert ist, das heißt also, die eine Seite hat eine positive, die andere hat eine negative Oberflächenladung, sammelt der Kristall natürlich Ladungen aus der Umgebung an, die lagern sich auf der Oberfläche ab. Das führt dazu, dass insgesamt dann der komplette Kristall, einschließlich der Schichten, die sich dann auf ihn abgelagert haben, dann wieder elektrisch neutral ist. Erst dann, wenn man Druck ausübt und sich das interne Dipolmoment dann ändert, merkt man nach außen eine Änderung und damit überhaupt erst eine Oberflächenladung.
Also bei Normallüftedruck setzen sich auf den geladenen Oberflächen sofort Ladungen, Ionen aus der Umgebung ab. Die Oberflächen werden dadurch wieder neutral. Erst Änderungen der Dipolmomente machen sich dann wieder als Oberflächenladung bemerkbar.